So, meine lieben Sitkas hier und wir verlassen unser Zimmer, denn wir wollten jetzt in Danas Zimmer You gehen. can't get out now, Dana. So tell me the truth or rot in there. Was ist denn jetzt los? Wir wollen noch zu Welcome to Dana. the real drama queens of Blackwell. Wir sollen doch jetzt bei Dana unseren Dingenskirchen kriegen hier, unseren USB-Stick. Ja, wir fragen mal, was da los ist. Okay, die scheint sie da eingesperrt zu haben. Juliet. Juliet looks like she's ready to throw down. Okay, na, reden Hey, wir mit ihr. Juliet, is everything cool? Oh yes, Max. I've locked Dana in the room because we're cool. Ja, was hat sie denn What getan? did she do? What didn't she do? Dana's been sexting with my boyfriend. Ouch. How did you find out? Why do you care? Why are you even asking me? You never talk, just zone out with your camera. That's why I'm talking to you now. What's my last name? Ach du Jemini. Juliet, stand auf dem Plan. Habe ich mir nicht gemerkt. Juliet. Ist egal, wir können zurückspulen. Juliet Patson. That was truly sad. Thanks for your concern, Max Caulfield. By the way, Juliet Watson. Ach ja. Ja, wir machen ja schon zurück. Ja, warte mal, wie das jetzt hier so, ne? Watson, das hätte aber auch jetzt hier im Plan gestanden, oder? Karte. Welcome to Black Hill. Juliet Watson, ja. So, aber wir reden sie jetzt das erste Hey, Mal Juliet. nochmal an. Is everything cool? Oh yes, Max. I've locked Dana in the room because we're cool. Ja. If you don't let me out, Juliet Watson sei lieb. Juliet Watson, you be nice. I'm flattered. I didn't even think you knew my name at all. Steht auch im of Plan, course I do. natürlich. Thanks. I locked Dana in because she was sexting Zach, my boyfriend. Unbelievable. How do you know? Victoria Chase. You know her. You could say that. But why would Dana go after your boyfriend? According to Victoria, Dana would do anything to date a quarterback. According to Victoria? Huh. She saw the sext. And Zachary won't answer his phone. Once Dana admits it, she can go. Straight to hell. Max, I swear I didn't do anything. But I bet Victoria did. I know the proof is in her room. Was war mit Beweis ist in ihrem Zimmer? Moment, kann ich nochmal zurück? Das habe ich gerade nicht mitbekommen. Machen wir mal zurück hier. Warum geht denn das jetzt hier nicht? Ich möchte gern. Ach, das ist ja doof. Ich müsste das bei der Kommission. So, wir quatschen mal nochmal mit ihr. Sprechen. Hey, Juliet. Is every ja, Oh, yes, alles Max. okay. Ja. So, sei artig hier, Juliet Mädel. Watson, you been. I'm flattered. Ja. Of course Ja. I do. Thanks. I locked. You are ridiculous. Was passiert, wenn wir das Would sagen? Dana do that? According to Victoria, Dana would do anything to date a quarterback. According to Victoria? Huh. She saw the sext, and Zachary won't answer his phone. Once Dana admits it, she can go. Straight to hell. Max, I swear I didn't do anything, but I bet Victoria did. I know the proof is in her room. In Victorias Zimmer, da ist sie gerade unten beschäftigt mit Farbe wegwischen. Kommen wir jetzt in Victorias Zimmer rein? Ja! Oh. Oh, wir sind im Zimmer der Künstlerhexe. Okay, die hat auch so ein Speaking of selfies, let's play a little photo Tetris and leave Victoria a message. Let's move this here,
And this one there. Uh-huh. Hmm, a pattern is emerging. Ich will, das ist, nein, komm, das machen wir nicht. Wir waren ebenso nett zu ihr. Und wer weiß, das wird vielleicht rauskommen. Wir lassen die mal so. Die muss ja nicht unbedingt merken, dass wir hier waren, oder? Ouch. Well, at least she puts her photographs out there. Unlike me. Was? Lesen. Vielen Dank für das Einreichen Ihres Beitrags an die Croft Gallery. Leider ist Ihre Arbeit nicht kompatibel mit unserem Leitbild. Wir wissen Ihre Mühe zu schätzen und wünschen Ihnen Erfolg für die Zukunft. Genau, rufen Sie nicht uns an, wir rufen Sie an. Also auch bei Victoria läuft nicht alles glatt, okay? She's actually got a classic medium format camera with some awesome prime lens. I hate you, Victoria. Ein Poster. Whoa, I had no idea Victoria's parents owned the Chase space. Color me impressed. Okay. So, hier haben wir ihr Tablet. No, officer, I'm not snooping. Just admiring Victoria's cutting-edge tech. Ach los, komm, dann mal immer. Is she going to get a 3D printer for her dorm room? Maybe I will join her posse. Moment. Ein 3D-Drucker für 3600 und eine dusselige Kamera vorhin, da stand ja irgendwas mit 5000 dran. Für eine Kamera, wenn ich... Naja, okay. Und damit kann man schon wieder ein Reh. Das scheint uns auch irgendwie zu verfolgen, dieses Reh. Oh, wieder von Victoria. They should call this series aloof. Cold and soulless. Kinda like Victoria. Ja, ja. Schade, dass es kein HD ist. Also die Bilder. So, was haben wir hier noch Schönes? Da haben wir einen Aufkleber. Yes, I get it. Enter the Vortex Club. No. Okay, if I did wear expensive jewelry, I would wear this for sure. Okay. So, sie hat den Laptop hier stehen lassen. Gucken wir uns den mal an. I'll give Victoria props for not posting my photo. And for this nice shot. Ach so, wären wir jetzt nicht nett gewesen, dann wäre hier jetzt wahrscheinlich auch unser Foto, wie wir da so angepisst rumstehen, zu sehen. Victoria Mary Beth Chase. Okay. Boom, this is the email I need to show Juliet. Now I have to print this fast and get the hell out of here. Ja, ja. Taylor ist mir wahnsinnig nett, um mitzuteilen, dass ich gerade Juliet und Dana verarscht habe. Ich musste Juliet bloß sagen, dass ich einen ekligen Sext von Dana auf Zachs Handy gesehen hatte. Die blöde Kuh hat mir geglaubt, also rechne ich jeden Moment mit einem angenommenen Wohnheim. Das hat Juliet verdient, dafür, dass die Schlampe mir Zach weggenommen hat. Was Dana angeht, wen kümmert's? Oh, das Popcorn raus. Okay. Ja, wie drucke ich das jetzt? Vorher lesen zu? Ah, E-Mail drucken. Okay. So, vermissten Poster. Victoria hates Rachel Amber this much? How insecure. Das ist wirklich armselig. Da bin ich tatsächlich gewillt, da hinten die Fotos doch nochmal umzusortieren. Was haben wir hier? Victoria is a real Jefferson groupie. Mark Jefferson. Oh, ja, Mark, Mr. Jefferson. So, was haben wir hier? Internetfotograf von Mark Jefferson schon wieder. Ausstellung. Ach ja, der schöne Mark. Was ist das hier für eine Wand? So, was haben wir hier? Hier liegen noch ein paar Zeitungen rum. Gucken wir uns die an. I bet Victoria put Juliet on her shit list after this article. The Vortex Club, a cult? Moment, da geht's über den Vortex Club. Und Juliet ist doch... Moment, Juliet Watson? Das war die, die da gerade austickt da draußen.
Das Wesen der Berichte schon seit... Ah, okay. Eine der einflussreichsten und langlebigsten sozialen Gruppen, Blackwell, der Vortex Club, wurde zu Beginn der 80er Jahre als Ausdruck der New Wave Rebellion gegen die Yuppie-Kräfte der Reagan-Ära gegründet. Stellt euch eine Zeit vor, in der Computer-Nerds in Mülltonnen gestopft wurden und blaue Haare ein Grund für einen Verweis und sogar Gewalt waren. Männliche Schüler mit Ohrringen wurden gemobbt und geschlagen. Heute hat jeder Footballspieler 2 oder 3 exotische Piercings. Der Vortex Club war also einst ein Zufluchtsort vor dem Gruppenzwang, den jede Generation erlebt. Wie ironisch es ist, dass die revolutionären Wurzeln gesellschaftlicher Sonderlinge zu etwas geworden sind, das einige Schüler als elitären Club beschreiben. Oder ist dies bloß Neid auf eine von Blackwells erfolgreichsten Organisationen? Wir versuchten, Vortex-Mitglied Victoria Chase zu interviewen, aber sie verweigerte jeden Kommentar und versuchte sogar, die Veröffentlichung dieses Artikels zu verhindern. Und deswegen hat Victoria jetzt... Juliet hier angestiftet, hier so eine Drama Queen zu werden. So, this better convince Juliet that Dana is innocent. Genau, so, dann haben wir hier noch einen schönen Fernseher, das ist wahrscheinlich that auch wieder Deutsch. That is a tasty plasma. Genau. Maybe I could sneak in and watch Final Fantasy Spirits Within. I don't care what anybody says, that's one of the best sci-fi films ever made. Ich mag den auch, der ist nicht schlecht. Schuhe. Ja, Schuhe. Hm? Those boots are made for walking runways. Okay. Dior, Givenchy, you could pay for my tuition with that wardrobe. Du hast ein Stipendium, hör auf zu jaulen. So, machen wir jetzt das noch mit den Bildern oder nicht? Nein, ich denke nicht. Das muss keiner wissen, dass wir hier waren. Verlassen. Und wenn wir... Nee, das wird ja rauskommen. Wir nehmen ja jetzt einen Beweis mit, dass wir in ihrem Zimmer waren. Von daher wird sie rauskriegen, dass wir das dann auch waren, da die Bilder umzu... Achso, warte mal, ich muss mal kurz mal gucken. War da vielleicht irgendwo noch ein Foto, das wir jetzt übersehen haben? Aber ich war eigentlich überall dran. Moment mal. Zurück. Moment. Nein! Ach, da! Oh, ich wollte gerade sagen, jetzt komme ich da nicht mehr rein. Doch, wir gehen da nochmal rein. Moment. So, wir machen jetzt hier die Fotos durcheinander. Let's play a little photo Tetris and leave Victoria a message. Let's move this here. And this one there. Hm, a pattern is emerging. So, und jetzt können wir hier schnell das Foto machen. So, jetzt drehen wir es aber wieder zurück. Jetzt müsst ihr wieder hier zu Fuß zurückdrehen. Okay. So, das Foto im Tagebuch haben wir ja trotzdem, ne? Das behalten wir. Genau. So, und dann raus hier. So, Juliet, hier. Schau dir mal die E-Mail an, die ich hier gefunden habe. Of course. I'm an asshole. I'm sorry, Dana. You are. And I hope so. You really think I'd mess around with Zachary? No, but I get stupid jealous. I owe you dinner. Still love me? And you do my laundry. Thanks, Max. You're like the Blackwell ninja. Now let's see what Zach has to say about Victoria. You set me free. Thank you. Warren's flash drive is on my desk. Toll. Juhu. Almost done. Drauf. Get the flash drive and then I'll go see Warren. Ja, nun mach mal ruhig hier. So, was hab ich? Jetzt ist die alle hier. Lauter Lippenmundmalsachen wird. Ja, Spiegel, die wirklich spiegeln. Da eine geheime Nachricht an der Wand. Nee, doch nicht. So, was haben wir hier? Ein Cheerleader-Outfit. Ansehen. I can't even imagine what life would be like being a cheerleader. Dramatic, I
Dana takes her Blackwell spirit seriously. Ja, natürlich. Das muss man schon ernst nehmen, wenn man das macht. Schwangerschaftstest. Dana, was los? Waren doch ein paar Jungs hier, hm? Aus der Footballmannschaft vielleicht? Oder ist da doch was dran, hm? Mit Zack? Den nehmen wir mal nachher, nicht, dass dann hier irgendeine Sequenz kommt und wir uns hier nichts mehr angucken können. Wir sehen uns dann. That looks like a home pregnancy test. Okay, den kann ich nehmen. Oh, Max, that's mine. Thank you. Oh. You're not helpful. You're just nosy. I think you better go. Oh. Nice, Max. You hurt her feelings by being so damn nosy again. But I could rewind and make it up to her. Aber die sitzt doch ziemlich niedergeschlagen auf ihrem Bett, wa? Anni. Jetzt nicht. Aber eben saß du doch so den Kopf in die Hände fallen lassen. Ja, wir wissen. Zickt sie jetzt so rum, wenn wir uns einfach mal an ihren Computer setzen? Of course a popular cheerleader like Dana would have a million friends. So ja, fascinating to get a peek into Dana's social media world. And yes, Max, so terribly wrong. Was geht? Justin, wir lieben kommt mit Superman, bla bla bla. Ach komm, so, so. Können wir mit ihr noch mal reden? Hier ist noch ein Brief. This is both sad and pathetic. Wieso, was steht da? Dana, ich bin wahnsinnig schlecht im Schreiben, aber ich dachte, ich sollte es tun, damit du mich nicht auf ewig hast. Ich weiß, ich tue vor allen anderen so, als sei ich tough, aber das war bei dir nie nötig. Ich verdiene dich nicht. Du hast gesehen, wie ich den Schwanz eingezogen habe. Logan? Falls du gehst. Ja, okay. Jetzt ergibt es langsam Sinn mit dem Schwangerschaftstester. Oh nee. It would be a cool sticker without the words. Sind die auch Vortex Club hier? Das komische runde Symbol. Jetzt sieht er ein Bild von B. Kaulitz oder wie er heißt. Was haben wir hier? Oh. Im normalen Mutterschaftsbuch. Okay, gut, jetzt ist klar. Good Lord. Dana really was on her own. How to be a great baby mama. Bestseller. Ach du Jemini. Klinikmitteilung. I assume Dana kept the appointment. Okay, Termin beim Frauenarzt. Am 2. Oktober. Welchen haben wir heute? Moment, was kam gerade? 7. Oktober. Ja, was ein Schwangerschaftstest, lässt man doch da nicht einfach so blöd rumliegen. Komm, wir reden mal mit ihr nochmal. Sprechen. Hey, Dana. Seriously, thanks again. I can't believe Juliet locked me in my own room. Real mature. Mm, was? Dana, I'm not trying to be nosy, but I heard a rumor about you. What? Who told you I was pregnant? Nobody important. They just acted like it was bullshit. I just wanted you to know. It's like a goddamn reality show around here. Can you keep a secret, Max? Ja, aber in ein paar Monaten werden es alle sehen, oder? You're pregnant. I'm sorry, I shouldn't have. Yeah, me neither. But I did. Anyway. Oh. What about the other? Deadbeat Dad? You can catch him on the 40-yard line this Friday. And it's not Zachary. Sorry to pry. It's not my business. And I won't be at the game Friday. Not much school spirit, I guess. I like your spirit, Max. Anyway,
You better get that flash drive so Warren has an excuse to bug you. Okay. Oder ist es vielleicht doch interessant zu wissen, wer der Vater ist? Wir können nochmal zurückschauen. Quaddle, Quaddle, Quaddle. So, komm, wir reden nochmal mit dir, sprechen. Hey, Dana. Sir. Ja, danke nochmal, bla bla bla. Ich habe ein Gerücht gehört. Dana. What? Nobody important. Ich habe Gerücht gehört. It's like a goddamn reality show around here. So, du bist schwanger. You're pregnant. Yeah. So, bla bla bla, bla bla bla. That beat that? So. Who then? And you don't have to tell me. In fact, you better not. I like your spirit, Max. Na, okay. Anyway, you better get that flash drive so Warren has an excuse das to bug you. Das ändert nicht wirklich viel, das können wir dann also auch so lassen. Hm, ja, naja, okay. Dann, nehmen wir hier den... Must protect my precious, so Max never has to chase it down again. Ja, Gollum, Gollum. Jetzt kann ich den hier gleich im Computer mal benutzen. I better make sure everything is still in there. I think Warren forgot to hide the Party Buster folder. Not that I would open it, no matter how tempting. I have my self-respect. Verrückte Experimente, Hausaufgaben, das unglaubliche Filmarchiv. Die besten Serien aller Zeiten. Berieselung, Kram, nicht runtergeladen. Unerwünschter Gast. Max. Ach, süß. Ja, gut. Können wir auch nichts weiter machen. Tja, Dana, dann viel Spaß, ne, beim Mutti werden, alles klar. Wir müssen, achso, wir müssen jetzt zum Parkplatz zu Warren, ne? Freundlicherweise schreibt er uns ja auch gleich eine Nachricht hier. Wo sind wir denn heute? 7. Oktober, Tag der Republik oder was? Ja, jetzt kannst du den Stick mitbringen, brauche Info und Platz. Hallo? Sorry, bin. Achso. Ich sehe dich auf dem Parkplatz. Meine Kamera ist bereit, bis gleich hoffentlich. Warte gern ewig hier draußen. Liebe den Parkplatz, ich kann Autos zählen. Mir SMS ist langsamer auf dem Weg bei. Okay. Gut. Das ist, damit wir jetzt nicht vergessen, wo wir hin sollen. So, dann gucken wir kurz mal, was haben wir jetzt für Fotos hier. Der Football, das Wohnmobil, ein Vogel und der Sonnenuntergang. Gut. Ja, dann würde ich sagen, verlassen wir das Mädchenwohnheim. Und dann... Fuck this shit! Oh. Damn, I better rewind. Achtung, Moment. Okay. Alyssa, move your head. If you insist, Max. Now that's what I'm talking about. I actually helped somebody. Schon wieder mal. Warte mal, bevor wir mit ihr reden, können wir jetzt davon ein Foto machen? Das sieht doch aus, als wäre es das Foto. Genau. So, jetzt können wir nochmal mit Alicia reden. Ja. Max, das ist jetzt ein bisschen mehr Zeit für uns. Thank you. Ja, bitte dir. Schaff freigeschaltet, reingezoomt. Das war knapp. That was close. Jock assholes. If I was a member of the Vortex Club, they'd never pull that. Would you want to be a member? You're smart. We should hang out more. Now I have to finish this stupid book. Ja, danke. Thanks again. Let's talk later. Okay. Zachary? Get lost, hipster. I'm not doing any interviews. Get lost, hipster. I'm not doing any interviews.
Du bist ja wahnsinnig freundlich. So, wir gehen jetzt jedenfalls rüber zum Parkplatz und das machen wir dann aber in der nächsten Episode. Also bis dahin, ahoi und ciao, ciao.